Und da finde ich den Playstyle immer super interessant zu sehen. Ne? Also Inkling ist halt auch einfach ein super fester Charakter. Diese ganze Farbmechanik funktioniert für den... funktioniert blendend in Smash. Also ich bin ein riesiger Freund davon tatsächlich. Auch wenn ich selber überhaupt nicht mit dem Charakter umgehen kann. Aber ich finde ihn super schön zu beobachten. Ist ein faster Charakter, ne? Man könnte ihn auf jeden Fall so auf den von der Schnelligkeit her wie mit Fox und sowas mitsehen. Und das ist ein, ich mag dieses Fast Pacing, ne? Das ist ein, da gibt es immer rauf und runter, da gibt es immer was zu sehen, immer was zu gucken. Das ist eine schöne Nummer. So, und da sehen wir auch schon, Scorpion hat versucht hier für den Edgeguard zu gehen gegen Kai Kampo. Natürlich sind wir scharfen Rennen. Inkling hat auch eine richtig gute Taste hier einfach. Diego hat jetzt schon ein Stock weniger, was bedeutet, dass Team Scorpion in Führung ist und sich einen kleinen Lead dadurch jetzt aufbauen kann. Wir werden sehen, wie weit. Ja, und jetzt kommt die Edge-Situation, ne? Scorpion schnappt sich da bei Campo, versucht ihn so weit wie möglich rauszutreiben. Oh, hat sich nicht verzettelt. Super, und das heißt, die hat auf jeden Fall gereicht. Hat auf jeden Fall gerade gereicht, um hier nochmal zu finishen. Wodurch die jetzt auf jeden Fall einen Schuss aufbauen haben. Okay, Flo hat den ersten verloren. Und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder alle eben auf dem gleichen Start. Du bist da, sehr schön. Na dann ist Teddy durch, mein Freund. Yeah. Ja. Oh, Min Min. Okay, das ist, boah, das ist Fuego Elo mit Min Min. Okay, interessant. Ja, also ich meine, in Doubles gibt immer schon viel Kontrolle und wenn du dann einen Charakter hast, der, also einen anderen Teampartner, der dahinter stehen kann und dann irgendwie ja, ein bisschen reinspammen oder so, dann ist das natürlich perfekt. Aber nicht leicht, glaube ich, das Ganze mit Min Min als Teampartner. Ja, nee, also was man dann nämlich auch schon mal hier und da schon mal gesehen hat, die Arme können in so einem Vier-Leute-Brawl definitiv auch nochmal dazu führen, dass du deinen Teampartner aus der Sicht irgendwie mal hier und da triffst, ne? Auf jeden Fall. Auch wenn Inkling ein super Charakter ist und nochmal springt, irgendwie auszuweichen, die Arme bleiben ja doch recht lange nochmal ein bisschen weiter weg von dem Charakter in der Sicht. Ja, safe. Gut, 8 Zuschauer schon, dabei habe ich noch gar keine Werbung gemacht. Das muss ich jetzt einmal schnell machen. So, wie sieht's aus? Ich sehe Belcampo nur noch ein Stock und Scorpion und Flora 2. Und das ist ein, ja, 4-Stock, kann man so sagen. 1-0 für Scorpion und Flora, gegen die haben wir ja eben auch gespielt. Genau. Was ist da eigentlich gerade am Ende passiert? Kannst du das so nochmal erzählen? Das war ein bisschen wild. Also Squallen hat sich dafür entschieden, Kamikaze zu machen. Der Move heißt wirklich so. Okay. Hat einen riesen Range, killt alles, was in dieser Range ist, kannst du auch nicht schilden oder so. Und ich wurde halt erwischt. Ne? Und er stirbt dabei halt auch. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, wir spielen das systematisch runter, einfach Hit by Hit. Er ist die ganze Zeit offstage und wird vollgespammt und dann killen wir ihn irgendwie. Oder sah auch dann raus, ja. Ja, genau. Aber dann auf einmal Kamikaze. Boom! Weg! Und ich habe ihn so gefragt, Scorpion ist unter der Stage und gewinnt dadurch nicht. Was ist denn jetzt hier noch? Das war auf jeden Fall wild, aber war auch witzig. Und wir sind ja noch im Losers dabei jetzt. So. Mal gucken, ob das diesmal sendet. Letztes Mal hat es nämlich nicht gesendet. Und das sieht jetzt auch wieder so aus. Was soll das? Vielleicht ist mal so eine Daten. Ich will erwähnen, dass ich hier Werbung mache. Naja, jedenfalls Scorpion und
Flora. Schon ein eingespieltes Team, das sieht man auch wahrscheinlich. Haben definitiv schon öfters miteinander geteamt und Fuego Elo eigentlich gar nicht so der Teamspieler gewesen, aber so die letzten zwei, drei Male hat er dann doch mal mit Bay Camper auch immer als festen Teampartner gespielt und hat auch funktioniert. Der ist, glaube ich, letztes Mal zweiter, dritter geworden. Also spricht für sich. Mal schauen, wie es in dieser Begegnung aussieht im Moment. Scorpion Stock verloren und Flora sehr, sehr hohe Prozente. Da, naja, Yandy kann da schon easy killen. Was ich bei Scorpion und Flora schon mal beobachtet habe, ist, die sind halt sehr gut koordiniert, was das Prozente-Management angeht. Ne? Also Scorpion liegt da gerade mit Pip sehr gut vor. Lässt die Prozent in die Höhe treiben und dann kommt am Ende noch Flora und haut dann einfach ein Pair raus, wo es dann gerade Sinn macht oder auch ein Smash mit oder auch der Side B, ne, der dann im Endeffekt auch auf höheren Prozent halt schnell killen kann. Ja. Also das merkt man den beiden schon echt an. Crazy, ich weiß nicht warum, aber der will das wirklich einfach nicht senden. Ich hab Bock, das zu senden. Also gehe ich auf den Wurf, speichere das einfach ab. Noch einen Post und dann ist es wieder ey. Habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Ja, braucht man jetzt auch nicht unbedingt, aber so in das Smash kommen ist es halt so, dass Social Media etwas am meisten benutzt, würde ich schon sagen. Mhm. Habe ich das auch nur. Okay, dann werden wir das jetzt auch mal zu sehen. Ja genau, ihr könnt auf jeden Fall mal auf Follow drücken sowieso oder auf Abonnieren, aber ihr könnt auch gerne mal in den Chat schreiben, was für die Gegner ihr sehen wollt. Ich habe jetzt hier den Chat offen, deswegen haut ruhig mal raus. Jetzt im Moment, ja, schwer zu sagen, also ich glaube im Moment sieht es dann doch eher so aus, als ob Team Blau gewinnt. Ja, gerade Belgampo jetzt hier noch mit 27%, hat noch seinen zweiten Stock übrig und Scorpion struggelt schon mit 115%. Aber okay, hab nichts gesagt, Belgampo nur noch mit einem Stock mit dabei. Aber trotzdem, eine leichte Lead bleibt hier offen. Wie sieht das eigentlich mit Fuego aus? Eben gerade hat er auf jeden Fall noch nicht Youngling gespielt. Ja, der hat, also sein Main ist schon Youngling. Ah, okay. Davor hat er wahrscheinlich ein bisschen rumprobiert. Minmin hat er, glaube ich, schon mal gespielt, aber ja. So, Scorpion jetzt raus. Damit auf jeden Fall die Lead hier für Belcampo und Fuego. Gucken, ob sie die beibehalten. Ja. Ich schwör's, ey. Los hier. Das war der Fair, der hat gereicht. Ein blau angemalter DDD hat die Stage verlassen. So, bitte. Hat's jetzt endlich Daumen mal drücken, gepostet. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Das geht mir auf die Nerven. Das war letztes Mal nämlich auch schon so. Ja. Guck mal, ich habe vor einer Stunde habe ich noch einen Tweet gesendet und das funktioniert. Und jetzt, wenn ich irgendwie versuche, das zu promoten, dann nicht mehr. Das ist so ein Troll. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber hat irgendwie wieder nicht funktioniert. Ganz komische Geschichte hier. Oh, Schiede. Naja. Gut. Es steht 1-1. Mhm. Wir wechseln, wir sind jetzt Team Rot. Auch wenn das keinen großen Unterschied macht. Wir haben einen roten und einen blauen Charakter trotzdem. Farben müssen für mich immer Team Rot sein. Dazu kommt ja jetzt Team Gelb. Und ich glaube, da sind die Leute angetan. Ja, ist einfach mal was anderes dann wieder zu sehen. Ne? Ja. Uiuiui, ui, ui, da bearbeitet Beckham aber ordentlich dann so ab. Das
war der Sidebeat direkt ins Gesicht. War es in dem Fall für Flöge. Aber immer noch kräftig rauszupassen. Wupp! Und das war der Upsmash. Und Flora immer noch im Game hier mit 181% und 3 Stocks. Ui. Ist auf jeden Fall die Lead jetzt hier. Und es ist, ich bin gespannt. Das ist die letzte Runde aus dem Best of 3. Das könnte halt auch echt viel bedeuten jetzt am Ende. Ich merke das schon, ich krieg so langsam Rentneraugen. Es fällt mir richtig schwer, bei Doubles manchmal hinterherzukommen. Ja, das ist aber seit Smash Ultimate ist das aber auch einfach so. Also in den anderen Spielen ist das irgendwie überschaubar noch, aber in diesem ist es sehr, sehr chaotisch. Gerade weil man nicht mehr normal schnell wegfliegt, sondern halt einfach wie so ein Ballon. So am Anfang schnell und dann langsam. Mhm. Aber das ist halt, naja, du siehst halt nicht, wer da wegfliegt, ne? Am Anfang. Ja, und dann ist da auch so viel Eye-Candy mit dabei. Also da nochmal irgendwie einen Überblick zu haben. Ja. Geschultes Auge schafft das bestimmt aber. Ja, crazy. Das funktioniert einfach nicht. Auch nicht auf dem Handy. Nee. Was ist das denn hier? Jetzt Scorpion und Flora gegen Belcampo. Sieht stark nach der Schweinchen in der Mitte-Situation aus. Jetzt hier noch gescheit zu bedienen, wird schwierig. Bei 3 Stocks. Ja. Oh, ja, das war ein nices Team-Up. Ein Backthrow in einen Fair hinein. Ja, so darf man dann auch in die nächste Runde weiterziehen.